Ja, hallo Freunde der Spikotour und willkommen beim neuen Part von So wirst du Let's Play Profi mit GamesPlanet.com. Heute reden wir darüber, wie wir denn Thumbnails erstellen oder wer das Wort Thumbnail nicht kennt, Vorschaubilder für deine Videos erstellen. Wir werden einmal die Basics durchgehen und die Programme, die man benutzen kann, um Thumbnails letztendlich zu erstellen. Es wird wahrscheinlich dann noch viel, viel mehr geben und wir werden darüber reden, wie so ein Thumbnail am besten aussehen sollte. Also worauf sollte man achten, wenn man Thumbnail erstellt und ja, was ist denn letztendlich wichtig, um den User vielleicht dazu zu bewegen, genau auf dein Thumbnail zu klicken? Also lasst uns zuerst über die Basics bei Thumbnails reden. YouTube gibt dafür gewisse Richtlinien, wie euer Thumbnail denn aussehen soll, beziehungsweise welche Formate vorliegen müssen. Da wäre es nämlich ganz einfach, die YouTube-Support-Seite sagt dir ganz klar, eine Auflösung von 1280x720, kann aber auch höher sein, darf aber maximal nur 2 MB in der Größe sein. Die Bildformate sind JPG, GIF, BMP oder PNG. Ich empfehle hier, dass ihr JPG oder PNG nehmt, eins von beiden, weil BMP und GIF, GIF ist zum Beispiel reduziert auf 256 Farben, kann aber YouTube trotzdem verarbeiten. Und BMP ist eigentlich wahrscheinlich immer viel zu groß, sodass diese 2 MB nicht eingehalten werden können. Aber generell ist einfach wichtig, dass euer Seitenverhältnis des Bildes 16:9 beträgt, weil das ja am meisten bei YouTube verwendet wird. Beziehungsweise so wie es hier steht, da dies bei YouTube-Playern und Vorschauen am häufigsten verwendet wird. Doch was kann ich letztendlich nehmen, um ein Thumbnail zu erstellen? Ich werde da jetzt mal eben kurz auf 3 Programme eingehen, mit denen ihr arbeiten könnt, wenn ihr sie nicht sogar schon kennt. Es gibt einmal eine kostenlose Variante, die angelehnt ist eigentlich an Photoshop, und zwar ist das GIMP. An GIMP wird schon viele Jahre gearbeitet, war früher mal ein reines OSX-Programm beziehungsweise ein Linux-Programm und ist aber inzwischen auch für die Windows-Plattform verfügbar in einer Version, die auch wirklich funktioniert. Auf der Seite von GIMP selbst findet ihr auch viele Tutorials, die euch das Programm näher bringen sollen, und könnt es auch direkt downloaden, und es ist wirklich 100% kostenlos. Man kann umsonst, also beziehungsweise man muss wirklich keinen Cent bezahlen und kann das verwenden, um seine Thumbnails aufzubauen. Und hat sich wirklich in die Jahre bedeutend verbessert im Vergleich. Früher, als ich mit GIMP angefangen habe, beziehungsweise mir GIMP angeschaut habe, da ist es eigentlich nur am laufenden Band abgestürzt. Aber inzwischen hat sich daraus wirklich eine sehr ordentliche Grafikbearbeitungssoftware entwickelt. Eine andere Software, die sehr viel einfacher aufgebaut ist als GIMP, wäre zum Beispiel Paint.net. Paint.net, nicht versuchen auf Paint.net zu gehen, weil das wäre die falsche Seite. Es ist getpaint.net, schreibe ich aber auch unten in die Beschreibung rein. Handelt es sich eigentlich um ein Programm, was sich wirklich an dem Windows Paint orientiert, was aber sehr, sehr rudimentär ist. Es ist aber komplett auch kostenlos wieder und bohrt halt diese Paint-Struktur nochmal sehr massiv aus. Das kann man im Vorschaubild hier schon ganz gut sehen, dass letztendlich man hat bedeutend mehr Undos. Man kennt ja diese Witze mit Paint letztendlich. Warum habe ich denn nur dreimal, kann ich nur dreimal zurückgehen, wenn jetzt hier so viel Sauerei passiert ist? Gibt es halt mehr, und es sind noch ein paar mehr Funktionen dazugekommen, wie zum Beispiel Layers. Das bedeutet, man kann halt Ebene auf Ebene machen und das so speichern. Es gibt eine viel einfachere Farbkodierung, man kann relativ einfach Text auch einfügen und so weiter und so fort. Und da hat man damit so ein relativ kostenloses Programm, was sehr umfangreich ist. Und auch noch hier, man sieht, der letzte Release ist vom September, dem 12.2016, auch immer noch weiterentwickelt wird letztendlich von den Leuten. Als nächstes möchte ich euch zeigen, es gibt natürlich auch noch Adobe Photoshop. Das wäre jetzt so die Sache, womit ich zurzeit viel arbeite. Adobe Photoshop CC ist halt für mich, ich bin damit groß geworden, ich habe mit den frühen Adobe-Versionen gearbeitet und habe auch auf der Arbeit letztendlich sehr viel damit gearbeitet. Ist für mich eins der, ja, sagen wir mal, besten Grafikprogramme für Online-Arbeiten, obwohl sehr viele natürlich jetzt sagen, okay, Adobe Photoshop, schön für Fotos, und Adobe Illustrator für alles andere. Aber bei mir war es einfach so, ich konnte vor allem im Bereich, jetzt auch im Thumbnail-Erstellung, reicht halt die Adobe Photoshop-Lizenz komplett aus für mich. Jetzt hat sich das natürlich verändert mit den Jahren. Adobe hat irgendwann gemerkt, ja, der Kostenfaktor von so einem Adobe-Lizenz lag bei ein paar hundert Euro. Das leisten nicht viele nicht, beziehungsweise es gibt dann unzählige Fotografen und so weiter, die sagen, boah, nee, das ist mir zu viel Anpassung. Und auch mit durch die Veränderung des Marktes, dass auch sehr viele Hobbyfotografen inzwischen ja unterwegs sind, kann man ja auch sagen, dass ein ganz anderer
Markt sich entwickelt hat, also von dem Hobby-User, den natürlich auch so ein Adobe Photoshop einfangen will. Dafür gibt es einfach jetzt inzwischen auch bei Preise und Abos, es ist ein Abo-Modell inzwischen hier geworden, dass man halt hier so ein Fotografie-Abo abschließen kann, das sind halt 11 Euro im Monat. Wenn ihr noch nichts verdient mit eurem Kanal, ist das natürlich ein Heidengeld. Wenn man 12 Euro jeden Monat ausgibt für ein Programm, dann wissen wir hier Lightroom CC und Photoshop CC dabei und kann es halt komplett benutzen, solange halt dieses Abo läuft. Wenn man jetzt natürlich ein Jahresabo prepaid macht, ist es nochmal einen Tick günstiger, aber wer gibt mal eben 141 Euro aus? Das macht nicht mal ich, weil ich immer so denke, ja, irgendwann benutzt es nicht mehr und dann kommt es halt da ACTA, legst du irgendwo ab und gut ist. Aber ich wollte es nicht außen vor lassen, weil Adobe Photoshop halt wirklich viele Funktionen hat, viele Möglichkeiten. Man kann natürlich im Training sehr viel lernen, was man alles damit machen kann, in den Anpassungen der Bilder und halt seit Jahren die Software immer weiterentwickelt, weshalb ich da einfach auch dran geblieben ist. Ich bin einen alten Baum verpflanzt man halt nicht mehr. Und ich bin halt einfach dabei geblieben und deshalb hier auch mit in der Vorstellung. Was für euch dann dementsprechend interessanter wäre, wäre die Paint.net-Lösung oder die GIMP-Lösung. Und dafür will ich auch zum Start mal halt hin empfehlen. Und wenn euch das gefällt, das sind übrigens auch Programme, die werden komplett aus Spenden generiert bzw. aus Spenden finanziert. Kann man hier mal spenden über PayPal oder Bitcoin oder bei Paint.net ist auch hier so ein Donate-Button, wo man über PayPal spenden könnte. Da lasst einen Euro bei den Leuten da, weil die machen das wirklich seit Jahren und da kann man auch mal, wenn man die Software wirklich umfangreich benutzt, ein paar Euro da lassen. Doch lasst uns jetzt mal kurz reden über die Thumbnail-Erstellung. Also worauf sollte ich achten bei einem Thumbnail? Dafür habe ich einfach mal drei Beispiele von x-beliebigen Videos genommen. Die werde ich mal eben kurz hier aufklappen und dann lasse ich das einfach auf euch wirken. Und dann müsst ihr eigentlich für euch entscheiden, was wäre jetzt eigentlich das Thumbnail für euch. Jetzt würde ich einfach darauf tippen, dass eigentlich das ansprechende Thumbnail links oben ist. Weil das macht schon sehr viel richtig. Wir haben letztendlich, ich kann es mal ganz kurz zeigen, nicht wundern, dass es mal kurz ausgegraut wird. Ich benutze jetzt meine Screenshot-Software, um hier drin ein bisschen rumzumalen. Und zwar, worauf sollte man achten beim Thumbnail? Zum einen, du brauchst eine leserliche Schrift. Wie zum Beispiel hier Top 10 Best, The City Builder, Games for PC. Das sind alles Sachen, die von der Größe her so überdimensioniert sind, sage ich mal, um die auch lesen zu können. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben bei YouTube ja unterschiedliche Bereiche, wo das Video beworben wird. Einmal am Ende des Videos werden diese Informationskästen gemacht, wo halt das Thumbnail kurz angezeigt wird. Die sind immer zentriert angezeigt. Also schon mal gut, das liegt alles hier in der Mitte. Weshalb das Thumbnail, beziehungsweise genau diese Top 10 Best City Builder Games for PC, falls das Video vorgeschlagen wird, wo der YouTuber gerade, beziehungsweise der Zuschauer gerade ein anderes Video geguckt hat, kann er genau sehen durch das Bild, worum geht es im nächsten Video. Die Schrift ist so groß, dass man zum Beispiel in den Videovorschlägen auf der rechten Seite die Schrift gut lesen kann. Dann haben wir auf jeden Fall eine Schrift letztendlich, die auch ansprechend ist. Also die ist jetzt nicht zu fett, die ist nicht zu dünn, die ist schön clear, sagt man letztendlich, also die ist schön sauber und einfach zu lesen, also kursive Schriften oder irgendwas wie eine Medieval-Schrift oder Schriften, die in die Richtung gehen wie handschriftlich, das sind alle Schriften, die sind schwer zu lesen, weshalb letztendlich das ein Riesenproblem ist, das auf diesen Bildern dann zu erkennen, weil ihr müsst euch immer vorstellen, auf anderen Medien sieht es anders aus. Ihr habt zum Beispiel YouTube auf dem PC, habt ihr den ganzen Informationstext immer, den ganzen Titel vom Video stehen zum Beispiel. Das ist ja eine gute Information, wenn ihr auf dem Desktop unterwegs seid. Seid ihr auf dem Mobiltelefon unterwegs, seht ihr diesen Titel wahrscheinlich gerade nicht so, wie es eigentlich wäre. Oder wenn das Video vorgeschlagen wird, wird auch nicht der gesamte Titel eingeblendet, worum es sich bei diesem Video handelt. Und deshalb ist das natürlich sehr gut, so viel wie Information bzw. prägnant und kurz im Textlichen reinzuschreiben, was das Video letztendlich, worum es überhaupt geht. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, weshalb der hier letztendlich bei mir ein bisschen schlechter abschneidet. Das Bildmaterial ist ganz gut, aber das Problem ist einfach diese Schrift. Diese Schrift ist einfach viel zu dünn und wenn die in einem kleinen Vorschaufenster ist oder auf dem Smartphone, ist die nicht mehr lesbar. Dann weiß man Top 20 2016 okay, aber Upcoming Games ist eigentlich überflüssig. Das hebt sich nicht vom Hintergrund ab, da ist nochmal so ein Thema. Die Schrift muss ja auch irgendwie erkennbar sein. Wo wir hier unten dasselbe Problem haben, wir haben irgendein Bild, das ist sogar in der Auflösung hier hinten sehr schlecht. Wir haben irgendwelche Symbole, die dann auch noch verwirrend sind, letztendlich nur für den Endnutzer. Wir haben eine
nicht gut gewählte Schrift, die einfach hier Top Free-to-Play-Shooter 10, was auch immer, sich total, sagen wir mal, vom Stil her abhebt voneinander. Dann haben wir hier die 2016, die irgendwie wahrscheinlich in den Farbtopf reingefallen ist und ganz schrecklich aussieht einfach. Wo man einfach denkt, what the fuck, was ist denn hier überhaupt los? Und alles passt einfach nicht zueinander. Also es ist keine, ja, sagen wir mal, es ist ja immer generell eine Bildkomposition, sag ich. Und die Bildkomposition muss zueinander passen. Deshalb habt ihr auch viel bei zum Beispiel sehr großen Let's Playern, dass die inzwischen die Bilder wirklich so nah anpassen an das Spiel oder beziehungsweise an diesen Titeltext, dass zum Beispiel die Zahl, der Counter, der letztendlich bei den Let's Plays drin ist, das hatten wir ja hier eine 001 oder sowas, genauso aussieht wie das Titelbild vom Spiel letztendlich. Das ist eine Sache, kann man machen, machen viele. Muss man aber nicht. Man braucht halt einfach nur eine stringente Shift und muss halt auch die durchziehen durch seine Let's Plays, weil die dann auch immer einen Wiedererkennbarkeitswert hat. Jetzt haben wir hier zum Beispiel separat noch stehen Orifin Game oder Orifin Game, was ja für mich auch bedeutet irgendwo, okay, das ist die Wiedererkennungsmarke von denen hier. Jetzt gibt es Leute wie zum Beispiel ich, die jetzt zum Beispiel auch hier unten so ein kleines Mannequin haben, was halt dann den Wiedererkennungswert hat. Vor allem super gezeichnet, denke ich gerade. Kann man auch machen, muss man nicht machen. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel mit der Beschneidung der Umgebung. Zum Beispiel, dass man halt diesen Bereich hier zum Beispiel da außenrum weiß lässt und innen drin macht man erst das Bild. Ist eine Geschmackssache, weil YouTube ist ja letztendlich auf allen Plattformen inzwischen weiß. Problematisch wird es nur, wenn YouTube irgendwann sagt, okay, wir passen unser Design an. Dann hast du tausende von Videos auf YouTube, wo du halt einen weißen Rand drum hast. Und auf YouTube sieht es dann irgendwann nicht mehr aus, weil halt dieser weiße Rand ist und YouTube wird plötzlich gelb. Also hast du jetzt diesen weißen Rand, dann kommt gelb und im Moment sieht das so aus, wenn das Thumbnail irgendwo eingebettet wäre richtig in weiß und sieht dann halt auch nicht aus. Deshalb nutzt einfach den gesamten Platz. Ich habe bei mir auch eigentlich eine weiß-schwarz-Umrandung. Das finde ich noch am akzeptabelsten. Jetzt bin ich hier nur am Rummalen. Ein Traum wird wahr, ich darf in einem Video live malen. Ist natürlich keine Brüste. Jedenfalls, das so als kleiner Anreiz dafür, worauf man letztendlich achten sollte bei seinen Thumbnails. Das hier gut, das hier doof, das hier, naja, das hier so halb gut und das hier wirklich total doof. Lustigerweise ist das aber ein Video, was einfach durch zum Beispiel hier durch sehr viele, sagen wir mal, Klicks wirklich gut eingeschlagen ist. Aber es ist halt nicht ansprechend durch Thumbnail. Es könnte wahrscheinlich noch viel erfolgreicher sein, wenn es einen vernünftigen Aufbau hätte, beziehungsweise vernünftig aussehen würde. Anstatt, dass es hier aussieht, als wenn es ein Dreijähriger gemacht hätte mit einem, weiß ich nicht, mit einem Farbeimer. Das war's dann auch schon wieder für heute bei unserem kleinen Unterstützungstutorial. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ein bisschen weniger Inhalt war als in den letzten Tutorials, was damit zu tun hat, dass mir selbst aufgefallen ist, dass die unglaublich lang und träge wurden, einfach weil die Fragen sehr aufgebläht waren. Also wir haben mehrere Fragen in einem Video bearbeitet, deshalb versuche ich jetzt das alles ein bisschen kompakter zu machen. Dadurch können wir auch eine höhere Frequenz der Videos raushauen, beziehungsweise man kann besser gezielt gucken, welches Video brauche ich gerade. Geht es jetzt gerade um Thumbnail? Normalerweise wäre heute ein Video gekommen, das Thumbnail drin ist. Wir haben dann zusätzlich noch drin, was ist GEMA-freie Musik? Wo bekommen wir YouTube-Musik her? Wie peppe ich mein Video auf? Letztendlich auch noch zusätzlich mit, wo kriege ich ein Intro her und worauf muss ich achten beim Intro? Und das wäre wieder ein Riesending gewesen von 45 Minuten. Und jetzt machen wir das alles ein bisschen knackiger. Dafür kommt es auch häufiger. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass es letztendlich so gemacht wird. Und wenn euch das dann gefällt besser, macht ein Like und kommentiert mal. Fragen können natürlich immer noch gestellt werden. Dementsprechend wird es dann weitere Videos geben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Doc.